Hier haben wir die Sony Smartwatch. Wir fangen erstmal an mit dem Äußeren, sprich dem Aluminiumgehäuse. Wir haben ein wasserfestes Aluminiumgehäuse. Das heißt, ich kann mit der Uhr ganz normal, wie ich es von meiner herkömmlichen Uhr gewohnt bin, duschen gehen. Ich habe einen Micro-USB-Ladeanschluss und habe damit die Möglichkeit, dasselbe Ladegerät zu verwenden wie bei meinem Smartphone. Ich habe sehr, sehr viele Apps, die mit meinem Smartphone zusammen funktionieren. Das heißt, zum einen kann ich zum Beispiel auf Facebook zugreifen, dort meine E-Mails lesen. Ich könnte mir allerdings auch diese Sachen direkt auf meinem Smartphone in groß anzeigen lassen. Ich habe weiterhin die Möglichkeit, Facebook-Nachrichten zum Beispiel zu lesen. Alex hat mir gerade was geschrieben. Das kann ich dann sehr, sehr diskret während einer Besprechung zum Beispiel zurückliken. Er wird jetzt diesen Post bei sich auf der Webseite direkt wieder sehen. Ich könnte aber auch zum Beispiel die Taschenlampe hier benutzen für die Smartwatch oder, was auch sehr, sehr praktisch ist manchmal, ich könnte mein Smartphone suchen. Und an der Stelle fängt es dann hier an zu klingeln und wenn ich es dann gefunden habe, sage ich, ja, Phone detected. Die Uhr ist grundsätzlich über Bluetooth mit dem Smartphone verbunden, hat allerdings auch die Möglichkeit, offline zu funktionieren. Das heißt, wenn ich mein Smartphone mal zu Hause lasse, sehe ich weiterhin die Uhrzeit und das Datum, aber ich habe auch die Möglichkeit, den Alarm zu setzen. Und dort kann ich dann ganz normal mir meinen Wecker stellen, damit ich morgens nicht verschlafe. Musik fernsteuern ist auch überhaupt gar kein Thema. So, gehen wir einmal da drauf. Das heißt, ich sehe jetzt hier den Titel, der abgespielt wird. Und hier auf dem Smartphone sehe ich auch entsprechend den Titel. Und schon kann es losgehen. Wenn das Smartphone mal irgendwo an meiner Anlage angeschlossen ist und ich auf der Couch sitze, habe ich die perfekte Fernsteuerung dafür. Und hier dann wieder einfach auf Pause. Weitere Möglichkeiten sind zum Beispiel die Rufannahme oder das Aufsetzen von Telefonaten. Wenn ich mit einem Bluetooth-Headset verbunden bin, kann ich alles über meine Smartwatch entsprechend steuern. Was allerdings vielleicht dem normalen Benutzer viel wichtiger ist, er möchte das Design seiner Uhr verändern. Das heißt, ich könnte jetzt zum Beispiel dieses weiße Design wählen, minimiere das Ganze, drücke hier wieder drauf und habe eine komplett neue Uhr, ohne jetzt dafür neues Geld ausgegeben zu haben. Ich könnte mir auch einen Timer setzen, ich könnte mir eine Stoppuhr setzen. Ich kann aber auch ganz normal gucken, wie ist gerade das Wetter in Berlin. Und habe natürlich auch die Möglichkeit, mit Walkmate meine Kalorien, die ich über den Tag verbraucht habe, zu sehen. Facebook, Twitter oder auch WhatsApp-Nachrichten, SMS-Nachrichten. Alles einfach auf einen Blick und natürlich mit den Einstellungen auch noch weiter konfigurierbar. Die Uhr kommt für 199 € in den Markt und wird Ende September verfügbar sein.